Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinen Rezepten. Man sieht hier in letzter Zeit überall Kürbisrezepte. Es ist jetzt Kürbiszeit und da werden dann so viele Rezepte rausgegeben. Was machen wir mit Kürbis? Also bei uns kann man mit Kürbis Börek machen, dann natürlich Kürbissuppe. Und was aber sehr, sehr gerne gegessen wird, ist bei uns zum Nachtisch als Süßspeise. Das kennt jeder in der Türkei, weil zu Silvester, also am Silvesterabend, wird bei jeder Familie Kürbis gemacht als Nachspeise. Das kennt jede Familie. Was brauchen wir dazu? Ich habe hier erstmal 1 Kilo Kürbis. Das ist aber kein Hokkaido. Das müsst ihr im türkischen Laden kaufen. Das ist ein bisschen anders. Der ist vom Fleisch her ein bisschen fester. Dann brauchen wir ca. 400 Gramm Zucker und Walnüsse zum Bestreuen. So, den Kürbis habe ich geschält, das Innere schön sauber gemacht, die Kerne rausgenommen und in kleine Stücke geschnitten. So, jetzt werde ich das in meinem Topf reingeben, sodass das Äußere nach unten kommt. So, das muss dann nur eine Schicht sein und dann gebe ich Zucker einfach darüber und werde das Ganze dann mit geschlossenem Deckel so ca. 15 Minuten erstmal kochen. So, ich habe meinen Kürbis ca. 15 Minuten mit geschlossenem Deckel gekocht und jetzt mache ich den Deckel auf und lasse das Ganze dann nochmal ca. 15 Minuten ohne Deckel kochen. Ich habe kein Wasser hinzugefügt, das ist der eigene Saft vom Kürbis. So, nach ca. einer halben Stunde sieht das dann so aus. Ihr könnt einfach mal probieren und gucken, ob der Kürbis auch weich geworden ist. Wenn nicht, dann könnt ihr noch weitere 5 Minuten köcheln lassen. Und nehmt dann einfach die Kürbisstücke raus und serviert das auf euren Teller. Und den Saft, was ihr da rausbekommen habt, das würde ich jetzt nicht wegschmeißen. Ich gebe auch noch einen Tipp dazu. Das könnt ihr noch ein bisschen köcheln lassen, dass es ein bisschen dickflüssig wird. Dann könnt ihr das einfach in ein Glas reinfüllen und dann, wenn ihr Torten backt, einfach euren Tortenboden damit bestreichen. So sieht das dann aus. Jetzt könnt ihr das einfach kalt stellen und dann werde ich einfach grob gemahlene Walnüsse darüber geben. Wenn ihr keine Walnüsse mögt, dann könnt ihr auch Kokosraspeln drüber streuen. So, nach ca. einer halben Stunde habe ich dann gemahlene Walnüsse darüber gegeben. So sieht dann mein Kürbis aus. Also so viel zum Thema Kürbis in der türkischen Küche. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht beim Zugucken und wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren und sage Tschüss, bis zum nächsten Video.